Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom und wir sind hier wieder bei unserer großen Farm unterwegs. Und ja, wie ihr seht hier, der Kollege hier ist zu Ende. Das heißt, jetzt muss ich hier selber noch ein bisschen Hand anlegen. Denn wir haben ja gesehen, dass er die Ecken und Kanten nicht ganz so schön gemacht hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Lustigerweise haben wir auch so lustige Striche in der Karte. Okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. So, ich glaube, ausbringen habe ich auf automatisch. Jawohl. So, mal ganz kurz die Ecke. So, da noch einen kleinen Fitzel und gut, passt. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht im nächsten Feld anders mal löse. So, das ist schon mal nicht schlecht. Haben wir es? Passt. Sehr schön. Wunderbar. Düsen wir mal nach da vorn. Da irgendwie so hellgrüne Striche drin. Ich hoffe, das passt. Na gut, da vorne muss es eigentlich gut sein, weil da haben wir gestartet. Ja? Heißt, dann muss ich hier eigentlich nur direkt hier das hier zack, sehr schön, und einmal gewendet und danach noch da oben. Sehr schön. Also dann haben wir gesagt, das nächste Feld machen wir mit Raps, hä? So, so, dann sieht das nämlich schon wieder top aus hier. Zack. Und so. Gut, sehr schön. Die beiden Felder. Da vorne ist doch mit meinem Strohballen. Sehr schön. Die beiden haben wir gesagt, machen wir mit Sorghum. Jetzt switche ich hier mal ganz kurz rüber auf Soja. Nee, nicht Soja, Raps. So. Saatgut habe ich noch genug. Ich bin mir nicht sicher, ob er Saatgut geholt hat. Kann natürlich sein. Wir haben den auch schön arbeiten lassen, so wie es gehört. Und der Kollege oben ist auch schon dabei, immer noch am Düngen. Der braucht richtig viel, weil der Bauer vorher hat das Feld echt vernachlässigt. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Weil dann kann ich die Einstellung so lassen. Einfach. Das Feld ist dann nicht mehr die 60, sondern glaube die 63, glaube ich. Stell es schon mal so ein. Ich hoffe, das ist so. Und
dann, ich glaube, das ist hier drüben. Ich hätte gerne ein bisschen Dünger. Sehr schön, perfekt. Zahlguthaben hier natürlich nicht. Die Produktion fehlt uns noch, falls wir die überhaupt möchten, haben möchten. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich die haben, ob ich die eben möchte oder nicht. Ich glaube eher weniger. So. Also und davon haben wir sowieso generell alles umgestellt. Hä? Kein Kurs, das passt schon mal. Das ist gut. Ich glaube, wir fangen ja generell. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Kurs laden. Okay, der startet tatsächlich hier, hä? Eigentlich schon fast perfekt hier, hä? Aber ich weiß nicht, ob der auch diese komischen Kurven macht, aber am Ende ist es egal. Dann mache ich das halt nochmal händisch. Erster Wegpunkt und go! Raps habe ich eingestellt, passt! Sehr schön. Gut. Und wie gesagt, der Kollege hier oben ist nicht mehr hier oben, weil er ist schon wieder leer. Echt jetzt? What? Er war vorher, wo er aufs Feld gekommen ist, hier. Also der fuhr einmal hoch, wieder zurück und wieder weg. What? Okay, da geht richtig viel drauf hier. Ich frage mich jetzt aber gerade. Ach, der fährt hier lang, ja, zum hier abholen. Wie sieht es denn eigentlich bei unserer Produktion aus? Wie viel haben wir da noch drin? Gar nicht mal mehr so viel, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, dann müssen wir gucken, dass wir da wieder zu Material kommen. Denn ich weiß, muss ich mal ganz kurz schauen, wir haben Gülle. Gülle. Produktion. Kompost. Kompost nimmt keine Gülle an, ne? Wo kann ich denn sonst noch Gülle wegbringen? Futter ganz bestimmt nicht. Halt nur hier, hä? Und der macht aus Gülle und Gärreste, macht er halt einfach Flüssigdünger. Bringt uns nichts. Flüssigdünger kann ich, glaube ich, auch gar nicht verkaufen auf der Karte. Aber Gülle könnte ich in die Gärtnerei liefern. Das könnte ich machen. Der gute Anhänger steht nämlich auch schon da. Also, gucken wir mal kurz in die zu den Kühen rein. Das hier. Produktion ist immer noch da. Perfekt. Stroh haben wir auch. Gülle ist jetzt ein bisschen weiter unten. Das sind auch noch 15.000 Liter. Ich würde sagen, wir machen das wirklich so. Ein Mist, den muss ich auch mal noch wegbringen. Das werden wir heute auch noch tun.
Dann ist der nämlich schon mal weg. Und wird wieder zu Dünger. Oha. Oha. Oh, wie sieht's denn? Moment, wie sieht's denn da aus? Da ist alles noch am Start. Das heißt, den müssen wir eigentlich mal automatisiert wieder abfahren lassen hier, hä? So. Die Gülle verkaufen wir jetzt hier einfach mal. Simpel und einfach. Bringt nicht viel, aber so ist die Gülle weg. Weil wir können sie ja so viel sonst eigentlich nichts anderes verwerten. Und Flüssigdünger brauche ich nicht. So. Geil, 800 Euro. Ja! So. Ich bin mir gar nicht sicher, werden die Paletten, die da außen rumstehen, auch mitgezählt? In der Statistik. So, mal kurz gucken, ob das so geht. Ja, es geht perfekt. Also ich muss hier eigentlich gar nicht so viel fahren. Ja, noch zweimal und dann ist das Ding leer. Nein, shit. Schade, schade. Hat nicht gereicht. Ich dachte, es reicht. So, aber dann würde ich sagen, wir hüpfen mal ganz kurz so rum. Und kann ich denn von hier starten? Geht das? War, glaube ich, ein Fehler. Ich sehe es gerade ein. Es war, glaube ich, ein Fehler. Ah ja. Ja, so ein Fehler war es nicht. Also ich muss hier lang. Ich gehe das jetzt hier so abladen. Und go. Und schaue ich noch mal kurz. Produktion sieht's. Ah, Mineraldünger. Wo bist du? Wo bist du? Okay, der ist schon mal da. Sehr gut. So, was machst du? Hat der auch so seine lieben Mühen? Also voll ist er zumindest schon mal, ne? Blub, 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 blub. Sehr schön, ich warte mal ganz kurz. Ja, perfekt, perfekt. Genau so muss es sein. Ganz genau so muss es sein. So, und wir düsen jetzt hier. Ich weiß, ich könnte es natürlich auch automatisch machen lassen, aber zwischendurch muss man ja auch mal ein bisschen selber arbeiten hier. So, ich bin gespannt. Ja, perfekt, geht. Und wie gesagt, das machen wir jetzt noch zweimal, dann ist die Gülle weg. Vielleicht gleich gucken, wo er denn auflädt.
schätze mal, die Ärzten halt einfach direkt. Ja, guck, der Herbst kommt, ja, die orangen Farben kommen hervor. Und es wird respawned. Es kommt und kommt und kommt. Mal ganz kurz geguckt. Gurken 2,50. Erdbeeren 2,34. Tomaten 2,78. Ich weiß halt jetzt nicht, was er geladen hat. Ist er noch da? Ist er noch da? Ist er noch da? Oder ist er schon weg? Ja, der ist schon wieder weg. Nee, zählt tatsächlich nicht. Zählt tatsächlich nicht und heißt, es gibt noch mehr. Gibt es noch mehr Geld? Ja, ich sag schon im Februar oder kurz davor oder wann auch immer der beste Verkaufspunkt ist. Da klingelt dann die Kassen. So, und jetzt noch einmal, das letzte Mal. Ne, werden wir nicht mehr komplett voll kriegen. Vielleicht noch etwa die. Ja, das war's. Sehr gut. Dann kriegen wir da garantiert kein Problem für die Produktion im Kuhstall. Nicht, dass die Gülle ausläuft, das wollen wir nicht. Eigentlich habe ich mal gedacht, ich hätte diesen Weg begradigt, aber irgendwie fühlt der sich gar nicht so an. So, ich glaube, da muss ich auch einen Weg bauen. So, fast zu weit. So, dann würde ich sagen, dann stellen wir den Kollegen wieder zurück. Jetzt seht ihr das, das ist ja alles noch mehr oder weniger komplett voll. So, haben wir heute ja richtig viel Kohle verdient. Wie das, dass wir das letzte Mal so viel Kohle ausgegeben haben. Vielleicht ist so gleich, sie sind so gleich die Hälfte bezahlt mit diesem bisschen Gülle. So. Dann würde ich sagen, fahre ich einmal so rum. Nee. Kriegen wir wohl besser hin, oder? Eigentlich möchte ich ihn hier haben, direkt unter dem Ausguss oder was das sein soll. Na komm. So, perfekt. Ja, komm. Ich würde sagen, wir lassen ihn so. Ich glaube, das steht so ganz gut da. So, und dann nehme ich mir mal ganz fix einen Wagen. Einfach mal den. Oh! Passt.
So, dann würde ich sagen, fahren wir mal so rum. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, etwas über 50.000 kriege ich in den Wagen rein. Es müsste eigentlich alles passen. Es müsste eigentlich alles passen. Na, jetzt. Weil ich glaube, es waren etwa 40.000 Liter hier drin. Und etwa 4 oder 5 da vorne. Und das reicht natürlich nicht. Perfekt. Ah, sehr schön. Also ich gehe mal ganz fix gucken, wie viel das denn hier noch drin ist. 4,4, ja. Warum sind jetzt hier keine Schweine mehr drin? What? Wann ist denn das passiert? Hä, warum hat es mich nicht übernommen beim... Ich nehme an, das war bei dem Map-Update. Ach nö. Okay, ich mache das jetzt so. Wir haben 759.000. Ich hole mir die Schweinchen zurück. Wir haben... Das finde ich jetzt maximal kacke. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich mache da mal 20 Eber. Weil ich glaube, der Schweinestall war voll. Ja. Dann machen wir hier. Also 20. 40, 60, wäre das 120, 30, 60, 90, komm, ich mach's so. Ich fülle ihn halt nicht komplett, aber ich werde mir das Geld natürlich gut schreiben. Also ich glaube, das seid ihr bei mir. Ich dachte jetzt eben, hä, warum ist der Mister genau gleich? Hab ich echt nicht geguckt, dass ich da keine Schweine mehr drin habe. Was ist denn das für ein Mist? Nein! So, Kauf. Ja. So. Kauf. Dann machen wir das so. Kauf. Auswählen. Kauf. Und auswählen. Und Kauf. Bin ich nicht ganz bei 100%. Ist wie es ist. Kann ich damit leben. Aber ich glaube, er war voll. Ich glaube, er war voll. Komm, wir geben da noch... noch 20 weibliche... Nee, doch. Ich gebe noch 20 weibliche dazu. Okay, das heißt, dann muss ich mir das Geld jetzt wieder gut schreiben. 59, das sind 42.000, ja? Ja, passt. Ja, schade. Dann wurde da gar nie Mist produziert in der Zwischenzeit. Zum Glück sind die Folgen so nicht, noch nicht so lange her. Ist zum Glück erst eine Woche. Finde ich denn noch mehr Fehler hier auf der Karte, Devi, oder was? Ne, stimmt gar nicht. Jetzt 2 Wochen eigentlich. Okay. Was machst du? Äh.
wird. Ach. Das habt ihr bestimmt schon geschrieben, hä, in den Kommentaren. Habt ihr bestimmt schon geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt macht oder nicht. Was genau machst du? Gehst du holen oder gehst du nicht holen? Weißt du was? Hat der so viel gebraucht oder wie? Mineraldünger habe ich doch aufgefüllt. Okay. Meine Produktion. Dünger. Go. Yes. Sehr schön. Brauchte der auch so viel oder wie oder was oder wo? Ja, guck, das Ding ist auch feuerrot. Ich dachte, der wär schon am Stopp, aber da hat er gerade mal das Vorgewende zu Ende. Was, nee, Vorgewende ist doch nicht zu Ende. Da ist noch das letzte Teil vom Vorgewende, das er machen muss. Und dann geht's zuerst rein. Eieiei, eieiei, zum Glück haben wir das gleich gesehen. Also das heißt gleich. Bin mir gar nicht sicher, wie lange der da gewartet hat. Vermutlich noch nicht so lange. Wenn ich Glück habe. Aber wenn der so viel braucht, und der andere ist ja auch noch nicht zu Ende. Der unser anderes Feld da oben am machen ist. Da müssen wir nachher mal gucken. Das heißt, dann ist es dringend, dass wir den Mist jetzt liefern. Sonst ist das ratzfatz die ganze Dünge weg. Ich schätze mal, wir haben vielleicht nachher noch 10, maximal 15.000 Liter Mist. So, dann das nächste rein. Da gucken wir gleich, wie es dann ausschaut. Der ist auch gerade hier. Mist ist gar nicht hier. Haha. Mist ist gar nicht hier. Mist ist da hinten. Okay, also sind beide gerade eben am Abladen gewesen. Hä? Am Nachtanken gewesen. Ja, der geht auch wieder. Ja, sehr schön, läuft. So. Wunderbar. Und da gucken wir mal ganz kurz rein. Also wie gesagt, da feuerrot. Ich bin nicht sicher, beim Gras braucht es nicht so viel, hä? Aber warum habe ich da zwei Stufen? Das frage ich mich gerade. Ach, herrje. Also ich hoffe, der kriegt das jetzt mit der Einladung noch hin. Das sind jetzt ja nicht mehr so große Bahnen. Einmal hoch und einmal runter. Und dann nochmal hoch. Eieiei. Eieiei. Mal kurz geschaut. Kurz hier rein.
Ah, 25.000 Liter haben wir noch. Und Produktion läuft nicht, weil Mineraldünger. Dünger, Wasser, Diesel. Kein Diesel vermutlich, ja? Ah. Zukaufen. 10.000, go. Was ist mit dir? Kein Strom mehr, ja, du, gut. Dann halt mit, da wieder Heu. Heusilage, gut. Okay, der macht das Ding wieder voll, würde ich mal behaupten, ne? Futter. Mineralfutter fehlt. Gut, da kaufe ich ja sowieso auch. Frage ist jetzt hier, was macht mehr Sinn? Kaufe ich es direkt so? Komm, ich kaufe es direkt so. Direktlieferung. Man kann den nämlich auch wieder weitermachen hier. Passt. Kleidung habe ich nichts. Kein Stoff. Da habe ich keine Wolle. Und Holz haben wir noch einiges. Sprich, wir können hier noch diverse Leerpaletten herstellen. Wir haben schon wieder 27.000. Wunderbar. Dann haben wir mal die Produktion wieder mal angeschaut. Ja, ja, sehe schon. Läuft viel. Und das Bier, stimmt, das Bier müssen wir mal noch kontrollieren. Das läuft jetzt hier auch schon eine Weile. Aber ich gehe jetzt noch ganz kurz den Mist da drüben holen. Ich glaube, der ist schon wieder auf dem Feld, ja? Ich wette mit euch, irgendwann ist plötzlich wieder das, ist der Saatgut leer. Das wäre halt schön, wenn wir das beides am gleichen Ort hätten. Okay, da habe ich es scharf. Ja? Aber warum ist da unten die eine Ecke nicht so schön? Spannend. Theoretisch könnten, ja, es ist eigentlich fertig, die Wiese. Die kann ich nicht mehr düngen. Es nützt nichts mehr. Oder habe ich die Wiese einmal mit Gülle und einmal mit Dünger gedüngt? Das könnte auch sein. Das ist auch eine Möglichkeit noch. Aber warum sind sie denn unterschiedlich? Das ist die andere Frage dann. So, wie viel gibt es hier noch? Mehr als 10, wie ich gesagt habe, etwa 15.000. Oh, jetzt muss ich ganz kurz gucken, noch was anderes. Wenn keine Schweinchen mit drin waren, ist denn da noch Futter drin? Schweinchen. Ja, ist sogar jede Menge Gülle noch drin. Das ist alles drin. Gülle, Stroh, Futter, aber keine Schweine mehr. Ist doch eine Schweinerei. Und die Gülle muss ich auch abfahren hier. Eieieiei. So ein Mist. Nee, Gülle. Aber immerhin, die
Düngeproduktion ist wieder am Laufen. Ist doch mal schön. Leider mit weniger als erwartet, aber immerhin. Boah, nicht ins Feld, nicht ins Feld rein. Ist der schon wieder am Tanken oder was? Oder sieht man ihn einfach jetzt nicht? Auf der Minimap habe ich ihn jetzt gerade nicht gesehen. Das wäre dann schon übel. Aber nee, also auch nicht. Der müsste vielleicht unten im untersten Zipfel des Feldes sein, hä? So. Okay, der fährt jetzt dahin, wo er aufgehört hat. Also hier, diese Bahn. Dahin unterwegs. Ah, der ist da unten. Ja. Ich mach jetzt die Bahn hier. Das dauert halt auch. Ja. Aber wie willst du es anders besser machen? Theoretisch hätte man längst machen können. Wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ob es dann wirklich viel besser ist, ich weiß nicht. So, dann bringen wir doch die Gülle weg von den Schweinchen und dann denke ich, ist das durch. Schweinerei mit der Gülle. Das könnte doch ein Titel sein, ne? Schweinerei mit der Gülle. Ich hoffe, der wird heute noch fertig, also mit dem Lauf, den er da oben jetzt durchzieht. Weil der muss heute fertig werden, weil morgen ist Ernte. Und da muss ich mir vermutlich noch ein Gerät, ich würde sagen, das mieten wir jetzt einfach. Ich glaube, kaufen macht keinen Sinn, respektive... Habe gar kein Geld dazu. Nee, ich bin halt nicht sicher. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, das Gerät zu kaufen. Es ist ja dieser Baumwollernter. Der würde sich vielleicht dann lohnen, wenn er auch für andere Sachen möglich wäre. Bin nicht sicher, ob das funktioniert, dass er beides machen kann. Also Baumwolle und... Ich glaube, das ist ein spezieller. Tabak wie Hanf. Ich glaube, das ist ein spezieller, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber er macht zumindest die gleichen Ballen, das weiß ich. So, jetzt. Ha, was für ein... Ja, ich muss ein bisschen weiter rechts. Sehr schön, passt. Dann gucken wir gleich nochmal, wie es bei der Produktion im... Ja, guck, was für ein Timing. Also eigentlich so, wie wir gestartet sind, so hören wir auf, ja? Mercedes vor uns.
komm. Komm. Ah. Ja, aber der hat schon gut da was eingeholt wieder hier. Ja, das meiste ist alles weg. Ich wollte noch das ab. Das bisschen hier vorne und dann war es das schon wieder. Was ist denn jetzt in der Gurken? Haben wir zusätzlich, wir waren etwa bei 50 oder unter 50. Erdbeeren 312, 324. Dann haben wir noch Salat. Jo. Ich glaube, da ist es gut, noch was dazugekommen. Und bis wir das im Februar verkaufen können, kommt da noch mehr dazu. Sensationell, sensationell. So, das machen wir jetzt gleich direkt von hier. Ich hoffe, ich kriege das auf Anhieb hin. Ah, ich muss es aber so machen, ha? Ah, Profi, alter Profi. Passt. Passt, alter Profi. So, gucken wir mal rein. Okay. Das war gar nicht so viel mit der Gülle. Naja, die Gesundheit, die geht natürlich jetzt wieder hoch. Mist wird jetzt wieder produziert. Holtes Edelschwein haben wir drin. Sehr schön, dass mir das vorher nie aufgefallen ist. Und euch auch nicht. Spannend. Aber das ist jetzt gefixt. So. Ach du mit deiner blöden Tankstelle, echt. Du gehst mir echt auf den Zeiger. So, sehr schön. Gut, wunderbar. Dann haben wir das. Dann bringe ich noch die letzte Gülle weg hier. Und in diesem Sinn würde ich sagen, schließe ich das Ganze für heute einmal ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt in die Kommentare, falls ihr noch was gesehen habt, was ich übersehen habe. Und zeigt es mir mit einem Däumchen oder einem netten Kommentar, was ihr fandet, dass ihr es gut fandet. Und wenn ihr es gut fandet, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, bye bye.